So, also das ist meine die Mauer. Natürlich noch nicht am Platz. Nur mal, dass man so ein bisschen die Wirkung sieht. Ja, also gehen wir mal ein Stockwerk tiefer. Also ich habe jetzt hier den Boden, den habe ich jetzt auch schon zugeschnitten und eingepasst, wie man sieht. Ich habe das jetzt einfach quasi auf Gleishöhe gemacht. So, da hinten Ende. Dann habe ich da vorne noch mal die Weiche versetzt. Sie ein bisschen weiter rein versetzt, dass man einfach ein bisschen mehr Abstelllänge hat. Was jetzt dann als nächstes ansteht, natürlich hier die Bodenplatte strukturieren und bemalen. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache. Dann natürlich hier die Wände einbauen. Zusätzlich natürlich brauche ich davon noch ein Tunnelportal. Und dann kommt auch noch eine Beleuchtung rein. Also ich möchte hier auf der, ich denke wahrscheinlich, ja, wir überlegen, ob ich es oben hin mache. Aber ich denke, oben wird der Beleuchtungseffekt wahrscheinlich nicht so gut ausfallen. Deswegen bin ich mir überlegen, ob ich es quasi auf den, da wo eine Wand davor ist, hinsetze. Eventuell auch auf der Rückseite. Ein paar LEDs, die relativ stark runterdimmen, einfach so, dass das so ein bisschen leicht beleuchtet ist da unten drin. Soll jetzt nicht ausgestrahlt sein, wie, ne, wie sonst was, sondern einfach nur, dass das ein bisschen beleuchtet ist. Was muss ich noch tun? Ich muss die Weichen auf der oberen Ebene, die sind ja alle noch nicht angetrieben. Da muss ich zumindest die Bohrungen setzen von den Weichen, die in dem Bereich drüber sind. Am besten natürlich auch nur die Weichenantriebe und das gleich verkabeln, dass das fertig ist. Wie gesagt, dann die Bodenplatte. Wenn die fertig ist, wird sie angeklebt. Dann kommen die Wände hinten dran. Und dann irgendwann auch quasi vorne der Abschluss, wo ich dann hier das hier zumache. Ne? So, dann lassen wir doch gleich mal noch meinen Zug reinfahren. Gleich, ich sag's gleich, da vorne, da streift sie noch an dem mittleren Element. Liegt aber daran, dass das irgendwie ein bisschen nach oben wegsteht. Wird sich also geben, wenn es verklebt ist. So, dann schauen wir mal. Lass mal meinen Zug einfahren hier in meinen Halbschattenbahnhof. Ja, da kommt jetzt mein 110er. Da kommt sie noch aus dem Tunnel raus. Und fährt dann hier so vorne auf Anschlag. Ich habe jetzt hier bloß drei so alte Klapperwägen dran, aber ja, vier, fünf Wägen mit Lok passen da auf jeden Fall hin. Ja, ist noch viel Arbeit dran, aber es geht voran.